Gut, dann könnt ihr am 23. Praios, also nach einem weiteren Tag, den ihr dann brauchtet für die ganzen Besorgungen, könnt ihr dann von Gard aus aufbrechen nach Norden am Tobria Viertel vorbei in die Goldene Au. Die Wagenhalter Hügel vorbei. Könnt auch ihr hier sehen, wie der Krieg gewütet hat. Die Söldner, die Soldaten, die dann profan nicht mit der fliegenden Festung von Norden nach Süden gekommen sind, sondern eben zu Fuß, die dann versucht haben, den Krieg hier nach Gaara zu tragen. Verbrannte Felder, die wieder aufgewirtschaftet werden, die wieder aufgeforstet werden. Doch für einen, ja, für eine winterliche Ration wird das nicht reichen. Da braucht ihr definitiv dann die Unterstützung aus dem Maranischen Reich. Auf der linken Seite könnt ihr dann die Goldkronen erkennen, das kleine Wäldchen. Auf der rechten Seite dann eben auch den Feidewald. Könnt dann entlang ziehen. Einige Male seid ihr die Strecke schon gegangen, gelaufen oder auch geritten. Dieses Mal mit dem Wagen werdet ihr es nicht ganz schaffen bis nach Natzung, sondern vor einem, ja, kurz vor Natzung dann Pause machen müssen. Trotz des schnellen Rittes, der schnellen Reise habt ihr es dann nur bis nach gut Untersteen geschafft. Ihr könnt auf dem Weg den einen oder anderen Flüchtling erkennen, der wohl auch wieder nach Norden aufbricht und versucht dann dort sein Glück zu finden. Einige, ja, Söldner, die eher nach Bauern aussehen, die versuchen dann sich einem der Kriegsherren anzuschließen. Also auch die Gerüchte werden sich hier ein weiteres Mal bewahrheiten. Man nimmt wohl auch einige Namen in den Mund, die genannt werden. Irgendwelche Adelshäuser aus, vor allem dem Norden, einige aus Weiden. Von den Raben und so hat man wohl auch einige, ja, Titel. Ihr könnt wohl hören, dass Baron, ja, er kämpft wohl für Ludolf von Wertling, den Marschall. Er selbst ist allerdings ein Baron Oberst von Drolenhorst, Fennweitenberg, der Stellvertreter von Ludolf, der jetzt hier gerade in der Markt für ihn den Krieg führt und der dann in Natzung wohl gerade sitzt. Wie gesagt, das kleine Dörfchen Natzung, was ihr nicht mehr erreichen werdet am heutigen Tage, sondern kurz vorher dann Halt machen müsst. Also auch der sammelt nicht wirklich Söldner, aber ist wohl dabei, dann die Reichsstraße dann zu befrieden. Und auch einige Gerüchte von den goldenen Reitern könnt ihr hören, dem blutigen Ugo, der dann auch eigene Leute aus Gareth dann niedergeritten hat. Ihr könnt auch einige Leute erkennen, die an den Bäumen aufgehängt worden sind. Schilder, die dann um ihre Hälse baumeln. Raben, die dann auf ihren Schultern sitzen und ihnen dann die schmackhaften Augen herausgepickt haben. Die als erstes dann vor dem Verrotten dann entfernt werden. Abgeschnittene Hände, abgeschnittene Ohren, also irgendwie Plünderer oder so etwas, die dann hier im Wind umher schwanken. Von der Pyosonne gegrillt werden. Das ist ein sehr düsteres Bild, was ich euch hier zeigt, aber von einer Finstermark kann man zumindest noch nicht so viel erkennen. Der Himmel ist auch nicht bewölkt oder so etwas, sondern immer noch, ja, der Sonnenschein, der euch am 23. Praios dann den ganzen Tag über begrüßt, bis sie dann untergeht, die Sonne, und ihr dann in gut Untersteen Halt macht. Fährt ganz gut ein Wagen, Abel mir, muss ich ja zugeben. Eine hervorragende Griffkalesche. Noch sind wir natürlich auf der Reichsstraße. Ach, sieht nicht mehr so schwarz. Klopft mal aufs Holz. Das hält. Ja, wenn ihr hier an einem, ja, Gutshof, es ist kein richtiges Gasthaus, es ist keine Taverne, es ist ein Gutshof mit Unterstellmöglichkeiten für Pferd und Wagen, könnt ihr dann kurz abstellen, werdet dann von einem kleinen Jungen empfangen, der euch dann die Pferde da abnimmt oder das Pferd. Und wenn ihr dann das Gutshaus betretet, könnt ihr sehen, wie hier wohl ein Gast sitzt und der fällt vor allem Boltax auf. Es handelt sich dabei um ein Brillantzwerg. Das siehst du auf den ersten Blick. Rote, feuerrote Haare. Und wohl auch an der Heraldik zu erkennen, ein Kristallschleifer. Oh, Angriff zum Grusche, mein Freund. Ah, zum Gruße. Letztlich. Oh, das ist ja erfreulich, einen unserer Art hier zu treffen. Nickt er dir zu, hat schon großes Bier vor sich stehen, halb schon ausgetrunken. Mustert dich. Du bist ein Geode, ja?
Tatsächlich, tatsächlich. Ich bin Boltax. Freut mich, dich kennenzulernen. Boltax, ich bin Brellox, Sohn des Bendris. Ah, guter Name, guter Name. Nun, was ist denn Begleitung? Ja, das sind meine Freunde. Kommt heran, kommt heran. Engagement zum Großnetzwerk. Menschenkenntnisprobe, erschwert um 7. Welche Rasse? Mich auch erschwert? Nein, natürlich nicht. Es gibt keine Kulturkunde zwischen den verschiedenen Zwergenvölkern, oder? Ja, doch, also man könnte von Erz und Amboss könnte man auf Brillantzwerge eine +3 ansetzen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich meine, gibt es halt Kulturkunde Erzzwerge, Kulturkunde Amboss-Zwerge oder Kulturkunde Zwerge? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich 20 mal. Schon wieder, was soll das? Erstmal Menschenkenntnisprobe würfeln. Wird sie ja dann eh zeigen. Ah. Alter. Ausfrage Zwergenkenntnis. Da Mann. Du hast ja keine. Chiara, du bist kein Zwergenkunter, ne? Nee. Nein. Aber ich bin jetzt schon mit so vielen Zwergen gereist, also ich weiß zumindest, was ein Zwerg ist. Er sieht wohl gar nicht so zufrieden aus. Er sieht eher so aus, als ob er Kummer hätte und alleine bleiben wollen würde bei seinem Bier. Also ein typischer Zwerg. Typischer, ja, für dich typischer Zwerg, aber Boltax weiß, dass Brillantzwerge eigentlich nicht so sind. Ja, dann lasst uns doch mal kurz unter Zwergen. Wenn ihr das wünscht, selbstverständlich. Ich bringe euch ein Bier mit. Besten Dank. Ja, dann verziehe ich mich in aller Bequemlichkeit, Biere zu holen. Mein Freund, liegt dir irgendetwas auf der Seele? Haben wir was auf der Seele liegt? Oh, wo soll ich da anfangen? Boltax. Da würden wir, glaube ich, mehrere Jahre hier sitzen. Aber ich kann es kurz machen. Mal Heilkunde Seele. Ja? Weißt du, ich komme eigentlich aus Shattador. Sagt dir das was? Ja, ich habe es einmal gehört, aber genau das weiß ich nicht. Eine Binge in den Beilunker Bergen. Sie wurde vor einigen Jahren von der Invasion von Barbara zerstört. Die Hauptstadt unseres Volkes. Lolgolosch. Ja, neben Lolgolosch. Shattador. Die goldene Stadt. Wie gesagt, ich bin Brillantzwerg. Ich war ein brillanter Edelsteinschleifer, Kristallschleifer, Steinschneider. Alles geschliffen. Und als die Invasion der Verdammten kam, haben sie mir alles genommen. Alles bis auf meinen Bruder. Ja, und wie es dann bei uns so üblich ist, sind wir umhergezogen. Abenteurerzwerge, du kennst das. Wir haben versucht, uns unsere Taschen wieder zu füllen, unserem Handwerk nachzugehen und uns gleichzeitig zu verbessern. Und da habe ich tatsächlich eine Zwergin gefunden. Wollte sie als Braut gewinnen. Jetzt hier vor. Sie stand vor mir. Mit ihren goldenen Haaren, die im Wind wehten. Oh, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ein wunderbarer Anblick. Kleiner Flaum, der... Sie war so wunderschön, Boltax. Ich habe ihr die größten Kristalle geschliffen. Ich habe von den Abenteuern erzählt und mich so um sie bemüht. Und dann entscheidet sie sich für meinen Bruder. Das ist hart. Noch eine Menschenkenntnisprobe von dir, Boltax. Seitdem bin ich auf der Reise. Von hier nach da. Und jetzt, wo die wegen der Festung gar zerstört hat, wieder einmal auf der Reise. Nach Norden oder so. Mal sehen. Und was ist aus deiner Geliebten und deinem Bruder geworden, wenn ich fragen darf? Darüber möchte ich nicht reden. Du siehst dabei, wie Zorn in seinen Augen funkelt. Das musst du auch nicht. Das musst du. Du siehst wohl auch, dass er nicht gelogen hat, als er sagte, dass er dass das mit der fliegenden Festung, als sie über Gareth kam, das ist tatsächlich der Fakt gewesen, dass er wohl in der Stadt war, aber auch darin steckt wohl wieder so viel mehr. Und fliegende Festung, hast du sie wahrlich gesehen?
Natürlich habe ich sie gesehen. War doch über der ganzen Stadt. Muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Ja, das wohl. Eine Perversion der Elemente. Ja, furchtbar. Ich habe nur die Bruchstücke gesehen und nicht schlecht geworden dabei. Wo wirst du jetzt hingehen? Ich habe kein Ziel. Von hier aus nach Norden oder so. Schau mir das Land an. Auch das ist wieder nicht gelogen. Er geht nach Norden, aber er weiß wohl schon, wohin er geht. Hast du vielleicht schon eine Idee, in welche grobe Richtung du willst? Ganz grob weiß ich das. Ich werde mich einigen anderen Zwergen anschließen. Ich habe von freien Zwergen gehört, die auch wie wir unsere Dinge verloren haben. Nun, mein Freund, dann wünsche ich dir viel Glück. Der Schmerz, den du in dir trägst, sieh ihn dir an. Doch, die Zwerge, sie sind stark im Willen, stark in dem, was wir ertragen können. Angrosch, so geschaffen, denk immer daran. Zeit ist auf unserer Seite. Eines Tages. Und du wirst bestimmt nochmal eine hübsche Zwergin finden. Da bin ich mir ganz sicher. Klopfe ich ihm mal auf die Schulter und nicke besänftigen. Kennst du einen anderen Geoden? Nennt sich Buntul, Sohn des Broger. Buntul, Sohn des Broger. Habe ich den schon mal den Namen gehört oder bisher nicht? Sagen und Legenden, plus 15. Alles klar. Spezialisierungen würden zählen. Ja, du kannst auch eine Magiekunde mit Dämonisch oder sowas. Nee, ich würfel Sagen und Legenden. Also Magiekunde habe ich zwar 10, aber ich weiß nicht. Ja, dann Sagen und Legenden. Da bin ich schlechter. Nicht ganz. Aber wenn du um die 17 Punkte weniger, wenn du eine 9 würfelst mit einem Chip, hast du noch einen? Ja, ich habe heute noch keinen ausgegeben. Ah ja, komm. Die 12, 9, 9 oder weniger? Ja, schauen wir mal. Yes! Das sind verbotene Legenden von Buntul, so des Brogar. Ein wahnsinniger Herr der Erde, der den Einflüsterungen von Angrimosch erlegen ist. Ein Nachfahre der Riesländer. Die allerersten Zwerge. Habe in der Tat schon einmal von ihm gehört. Sag, wie kommst du darauf? Er hat uns mit Mordosch, Sohn des Brodruosch, angeladen. Ein Ruf, der nicht nur an die Brillanzwerge einherging, sondern an all die Zwerge, die ihre Binge verloren haben. Vor allem die aus Logodosch. Sehe. Nun, ist verheißungsvoll, mit Sicherheit, aber bist du dir sicher? Irgendjemand wird mein Handwerk schon zu schätzen wissen. Und wenn mein Bruder dies nicht wusste, meine Angebetete. Dann trinkt er mit einem letzten Schluck sein Bier aus, wischt sich noch einmal über seinen roten Bart, den Schaum raus und gibt dir dann seine Hand. Voltax, wir werden uns wiedersehen, wenn unser Gott das will. Mein Freund, das werden wir. Wenn du mir sagst, wohin du gehst, komme ich dich vielleicht einmal besuchen. Hätte dann bestimmt auch ein, zwei schöne Steine zum Schleifen. Folge dem Ruf von Buntul, Sohn des Broger. Du wirst mich finden. Gut. Nickt er dir zu, legt einen Edelstein als Bezahlung in die Mitte und drückt dir den restlichen Beutel in die Hand und geht dann. Gehab dich wohl, mein Freund. Jetzt bin ich etwas, also Goldberg ist etwas perplex. Steckt sich dann aber den Beutel erstmal ein.
Würfel nochmal eine Klugheitsprobe. Moment. Ja, die ist geschafft. Er sprach wohl eben bei seiner Angebeteten und auch bei seinem Bruder in der Vergangenheitsform. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Gut. Die Tür schwingt. Und du kannst zu deinen Kameraden, zu deinen Mithelden rübergucken. Redox und das Bendris sind verschwunden. Wir werden ihn wiedersehen. Ich würde mich dann aufstemmen und zu den anderen an den Tisch, den sie jetzt haben, gehen. Ich halte ihm das Bier entgegen. Habt ihr euch gestritten? Tür rein. Nein, nein, es war ein gutes Gespräch. Er sah nicht glücklich aus, als er hier raus ist. Er hat viel verloren. Er geht an einen gefährlichen Ort, wie mir scheint. Hey, Boltax, wer war denn der Angroscho da? Nun, ein Freund, ein Brillanzwerk und Steinschleifer. Und warum lad ihr nicht zu einem Bier ein? Wir haben zusammen ein Bier getrunken. Nun, er hat getrunken und wir haben geredet. Ah, gut. Nun, ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist nichts, was euch betreffen sollte. Setzt euch doch, Abelmir. Setzt euch doch. Ach, gern. Ich schnipp mal nach der Schankmarkt. Schankburschen. Es ist ein alter, ja, Schankbursche, würdest du meinen, 17 Jahre alt. Und die Besitzerin steht hinter dem Tresen. Ist gerade mit einem Lappen über den Tresen. Und ein Glas Wein. Welcher Wein? Welcher? Von dem Guten. Du meinst den Roten? Ja. Sie geht hinter sich zu einem Fass, zapft roten Wein in einen Becher, schiebt ihn drüber. Der Junge kommt dann nach kurzer Zeit und schiebt dir den Becher mit rotem Wein hin. Ich schnüffle erstmal dran. Riecht nach Alkohol. Riecht nach Wein? Es riecht nach Alkohol, nicht nach Wein. Ich schnippe mal ganz vorsichtig dran. Also sehr, sehr verdünnter Wein, wohl mit Schnaps oder sowas getränkt. Ah ja. Ein ekelhaftes Gebüsch. Hilft halt, wenn man sich abschießen will, aber. Ich schieb den Becher in die Mitte des Tisches und verschränke meine Arme. Ich nehme den und zieh mal dran. Wann ihr was ihr habt? Wunderbarer Bärenwein. Oh, das ist ein furchtbares. Das trinkt nicht mal unsere Katzen. Findet ihr da was drin? Lass mal sehen. Wie kann man das trinken? Wie kann man Katzen Wein trinken lassen? Das ist doch eher die Frage. Also ich habe schon Schlechteres getrunken. Seht ihr? Ja. Jetzt müsst ihr mich auch mal probieren lassen. Jetzt hier alle von dem guten Wein berichten und mir nichts probieren lassen. Ihr waren keine zwei Wochen in Gara da bei mir und ihr seid schon wieder verweichlicht. Aber er hat so diese interessante Beerennote. Ob da irgendwie Brombeeren mit dabei sind? Ja, wahrscheinlich irgendwie Faulbeere, irgendwie gefunden und in einer Scheune. Ach, schmeckt doch gar nicht scheiße, aber mir. Das schmeckt. Wenn wir mal in einer Anfahrt sind, dann lade ich euch meine billige Kneipe auf ein Bier ein, aber mir, dann lernt ihr mal, was scheiße schmeckt. Und hört mal auf, euren Katzen Wein zu geben, das geht ja gar nicht. Ja, sie sind danke, sehr ruhig. Danke. Richtig, Katzen gibt man Bier. Was? Das Kind. Nein, Wein gibt auch mal ein bisschen Ruhe. Schnaps, ne? Dann tapsen die so witzig. Nein, sind wir ruhiger. Ein paar Wochen auf hoher See würden euch mal gut tun, Abel mir. Dann gibt's hier noch schlechtere Trinke. Da gibt's ja wieder Mahlzeit rum. Da gibt's ja noch Schnaps, noch furchtbarer. Das ist perfekt, davon erinnert man sich. Also Helena von der Seala von Beilung, die hat mir erzählt, dass manchmal so Maden in dem Wasser rumschwimmen. Stimmt das? Das sind Proteine. Wenn man nicht draufpasst, ja. Und wenn der Regen mal auspackt und man Pech hat. Bleibt nicht aus, ne? Also. Deswegen ja der Rum, da kommt kein Ungeziefer rein.
Da stirbt man schneller. Wieso? Nein, ich denke nicht. Oder menschlich schnell zu sterben? Natürlich nicht. Der Rum hält einen gesund. Gesund. Ja, jung und natürlich. Fit. Wenn es dich was tötet, dann tötet das auch alles, was dich töten will. Also ich kann schon verstehen, dass man auf so einem wackeligen Kahn so möglichst viel trinken möchte, um einfach auszublenden, wo man gerade ist. Ach nein, du brauchst einfach nur deine Meeresweine. Aha, gut. Dieser Wein ist trotzdem nicht genießbar. Er schmeckt wie umgekippt. Jetzt will ich aber auch mal probieren. Ja, es schmeckt nach Wein. Ich kann jetzt nichts Gutes oder Schlechtes daran finden. Das ist kein Wein, das ist irgendwas, aber kein Wein. Rot, es schmeckt nach Alkohol, es ist Wein. Ich hatte in Zorgern mal so ein exotisches Tröpfchen. Das war so ein Mischgetränk mit Orangensaft und irgendeinem exotischen Alkohol. Und es steckte eine Feder darin und man nannte dieses Getränk einen Hahnenschweif. Oh ja, hervorragend. Eines muss man den Aranien lassen, wir wissen, wie man trinkt. Wir haben hier doch auch mal so ein Wetttrinken gemacht, den Garrett. Wie hieß das denn nochmal? Der Besteigen des Kaiserthrons? Das war doch auch ganz nett. War das nicht während des Balls in der Residenz? Mit dem Zwergenkönig? Hat uns das nicht so umgeknallt? Ja, es war ausgesprochen peinlich. Ich weiß nicht, haben uns da, glaube ich, ganz gut gemacht. Albrecht und deine Trinkspiele? Ich erinnere mich noch, dass ich ja dann wieder nüchtern machen musste. Ich meine, ihr müsst trinken, wenn der Hochkönig euch auffordert. Natürlich. Oh, und dann hat doch dieses Fräulein euch so angekackt. Und das liegt nun mal in ihrer Art. Sie ist halt von Rondra gesegnet, nicht wahr? Oh, das damals am Kaiserhofe mit Cella und Bardo, da war das Trinken auch sehr gang und gäbe. Erzählt doch nicht von solch verlotterten Zeiten. Das war ja wie in der Landwehr damals, wie man hört. Das war sehr lustig. Also, was das Trinken angeht, natürlich. Rein, was das Trinken angeht. Oder ein paar Rauschkräuter. Das war auch sehr angenehm. Also, in Aran fahren wir gute Rauschkräuter. Kommt drauf an, wo man sie sich kauft. Für Carinos Heingaum haben wir nicht gute Rauschkräuter. Für den normalen Mensch haben wir gute Rauschkräuter. Apropos. Oh, es gibt super Rauschkräuter, aber ihr müsst schon in die Rauschhöhle meiner Mutter gehen, da sie ist eine hervorragende Drogenbaronin. Hey, sag mal Jungs, wo wollt ihr eigentlich hin? Und, die hohe Dame? Wer fragt das jetzt? Die Wirtin, die hinter dem Tresen steht und nichts zu tun hat. Wir sind auf dem Weg Richtung Ochsenweiler. Ochsenweiler? Wo ist das denn? Ein Stück von hier. Das ist, naja, ein Poolet über die, wie heißt der Fluss da? Ja, ein Poolet halt drüber und von da aus in Richtung Dergel, immer wieder. Also nicht Wehrheim, sondern die andere Richtung. Ist da eine Brücke? Ja, auf jeden Fall eine Furt. Was die Brücke noch steht, weiß ich nicht. Furt? Über die Dergel? Ja, sicher. Wie ja sicher. Das gibt's gar nicht. Na, irgendwie kommt man auf jeden Fall rüber. Ja, müsst ihr aber aufpassen, das Drachenland. Dort schon? Ja, alles was irgendwie nördlich von Pune, das ist das Drachenland. Wurde ihr in letzter Zeit gesehen? Wer ist er? Sie? Der Drache. Sie Drache? Ja, die was? Drachen, Plural. Wie jetzt mehrere? Aber ihr meint jetzt nicht den großen Untoten, oder? Was denn für ein Untoten? Nee. Den haben doch ein paar Helden in Garrett besiegt. Ja, was denn? Sprecht, Frau. Ja, wie viele Drachen wurden gesehen? Boah, ihr seid ja schon Helden oder sowas, ne? Ja, und ich bin ein Zwerg. Ich verstehe mich darauf, Drachen zu töten, also. Der Wein kostet aber schon so einen Dukaten. Was? Für dieses Sef? Habe mir. Ihr habt den Wein bestellt, jetzt halt ihn auch. Travia nochmal, benehmt euch. Ich hoffe, die Wirtin etwas entschuldigen dann. Hoffe, dass sie uns nicht alle rauswirft.
Ja, also eure Menschenkenntnis verrät euch, es geht nicht um den Wein, sondern um die Information. Also, liebe Wirtin, wie viele Drachen wurden in letzter Zeit gesehen? Naja, also hier im Norden von hier, da sitzt ja der Oberstbaron. Der presst dann irgendwo bis zur Kaiserforst, presst er dann die Leute und nimmt dann irgendwelche Heldengelder und dass er dann Leute anwerben kann. Und ja, wenn man dann irgendwo nördlich von Pulit ist, ist das Drachenland. Da sitzt dann irgendeine Verrückte auf dem Drachen in ihrer Burg und die hält irgendeinen Adligen fest. Und die kontrolliert auf der Dergelseite bis, ich glaube, bis Horeth oder so, kontrolliert die Drachenland. Wo ist denn jetzt Horeth? Wie, wo ist Horeth? Ja. Wollt ihr noch einen Wein? Wollt ihr noch einen Wein für einen Dukaten? Ja, sie dreht sich einmal um, zapft wieder rotes Wasser, roten Wein in einen Becher, stellt den einfach nur neben sich auf dem Tresen ab, schreibt das erstmal in ihr Buch, damit sie dann hier auch keine Steuern oder sowas dann hinterzieht. Adel mir, du wolltest so einen rein. Zweiten Wein. Ja, sind schon mal zwei Dukaten mehr. Ja, wie, was wollt ihr jetzt wissen? Bis Horeth, ja, genau. Ich flüstere jetzt, Horeth ist das Ochsenfort, wo wir gerade hinwollen. Ja, aber wie gesagt, da eine Furt gibt's nicht. Das ist der Dägel. Der ist 100 Meter breit und reißend. Da ist der graue Mann drinne. Kommt man nur mit richtigen Booten rüber. Und man Flößer und Fährmänner. Aber ich glaube, die gibt's mittlerweile nicht mehr. Auf der Dägel sitzen Piraten. Die haben sich eine Wasserburg gekauft. Oder geklaut. Piraten. Das gibt's ja nicht. Ist das wieder so ein irres Volk, diese eine mit diesem Fisch? Boah, ich fand sie eigentlich ganz sympathisch. Ja, aber sie war ja ganz klar irre. Ja, das auf jeden Fall, aber... Noch nicht noch mehr Bekloppte. Das haben wir noch verpassen hier in diesem Land. Gute Frau, wo ist denn die nächste Furt oder Brücke, die noch steht und nicht in Feindeshand ist? Oder nur in gering besetzter Feindeshand ist? Boah. Komm, da gibt's keine mehr. Reifenfurt. Dann werden wir wohl irgendwo einen Übergang erzwingen. Reifenfurt muss eine sein. In Hormis ist die Brücke eingestürzt, in Horeth ist kaputt, Rankara Liritena wird belagert, da kommt man von beiden, also die Brücke steht noch, aber von der linken und von der rechten Seite steht die Armee hin und da kann man auch nicht rüber. Der graue Mann beschützt die Dägel, Verheim ist vernichtet, Reifenfurt. Aber ich glaube, die Orks sind da. Die, ja. Was nun? Orks, Schmorks, das hat uns hier jetzt nicht zu interessieren. Also, okay, schmockig. Ja, richtig. Wir haben erst einen Orkensturm abgewendet. Sie werden sich innerhalb so kurzer Zeit nicht noch einmal aus ihren Löchern wagen. Das sind aber die Gerüchte, junger Mann. So mögen die Gerüchte sein. Die Wahrheit ist oft etwas anderes. Noch ein Wein? Nein, danke. Nein, danke. Ich verzichte dankend. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns zu Bett begeben und die frühe Weiterreise vorbereiten. Ja, kein Problem. Zimmer sind hier günstig. Zwei Silber legt ihr euch nach oben. Es ist kein richtiger Heuboden. Für die hohe Magisterin, Magierin, für die hohe gelehrte Dame habe ich sicherlich auch noch ein Bett über, aber. Ja, hab Dank. Wir sind begeistert. Machen wir zwei Silber. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Dankeschön. Carino, könnt ihr mir gleich nochmal auf unserer Karte zeigen, wo zum Herrgott bitte Greifenfurt ist? Seht ihr hier die Karte? Natürlich. Greifenfurt, hier ist Wehrheim. Das seht ihr ja. Greifenfurt ist da ganz hinten am Arsch der Hall. Was heißt am Arsch der Hall? Es ist sehr weit weg. Also ich sehe drei Möglichkeiten, wie wir irgendwie auf die andere Seite des Derge kommen. Entweder wir gehen nach Rankara und versuchen uns dort über die Brücke zu kämpfen, wenn sie noch da ist. Entweder gehen wir nach Romulus zurück und gehen komplett ums Ochsenwasser herum. Oder wir gehen, ja, nach Westen Richtung Greifenfurt und umgehen so ziemlich alles und kommen von Norden wieder gen Süden zurück. Oder wir gehen straight durch unter dem Fluss hindurch. Mit dem Wagen, schafft ihr das? Was ist denn jetzt straight? Das ist bestimmt so ein komisches Rogolan-Wort. Ja, das bedeutet sowas wie
Strecken geradeaus, schnurstracks. Hört sich an wie Aureliani. Das bedeutet strack. Also das, was die Zwerge oft sind. Genau.